Ja, guten Tag. Ich darf vorstellen den Turniersieger des Grenke Chess Open 2019, der deutsche Nationalspieler Großmeister Daniel Friedmann, der Ihnen nun eine seiner wichtigen Partien im Turnier gegen Großmeister Pavlidis in der sechsten Runde präsentiert. Eine spannende Partie in der königsindischen Eröffnung. Daniel. Guten Tag, ich will heute eine wichtige Partie aus dem Grenke Open 2019 präsentieren. Das war eine Partie aus der sechsten Runde gegen griechische Großmeister Pavlidis, die ich mit Weiß gespielt habe. Zwar königsindische Eröffnung. Normalerweise spiele ich mit G3 und ich denke, dadurch wurde mein Gegner auch etwas überrascht. Ist jetzt die klassische Variante. Und jetzt überrascht er mich mit Springer C6, weil normalerweise spielt er Springer A6, was ich bei der Vorbereitung gesehen habe, aber das ist ein ganz anderer Typ von Spiel hier. Also Springer C6 ist schon deutlich schärfer. Diese Variante habe ich schon gespielt, also jetzt nicht sehr oft, aber die Variante kenne ich. Also hier ist ein erster interessanter Moment. Ich habe F3 gespielt. Ich denke, etwas populär ist ein Zugläufer D2, die ich auch früher gemacht habe. Die Idee ist, ein Schwarz spielt normalerweise Springer F6, dann spielt Weiß F3, um Feld E4 zu kontrollieren, und dann schließt Schwarz F4 und dann versucht weiter mit G5, H5 und so weiter einen Angriff zu starten. Und Weiß beginnt dann mit Turm C1, C5, Springer B5, versucht eine C-Linie zu öffnen und dann mit Figuren Damenflügel einzudringen. Das Problem, also bei dieser Variante mit Läufer D2 finde ich so ein bisschen problematisch, ist, dass Schwarz auf E4 schlagen kann. Das nimmt von der Partie etwas die Schärfe, aber ein Schwarz kann dann ganz gute Feld direkt dann mit einem Springer F5, D4 und die Stellung verflacht ein bisschen. Das wollte ich in der Partie nicht, deswegen habe ich statt Läufer D2 F3 gespielt. Wenn Schwarz jetzt Springer F6 spielen würde, dann kämen wir zu einer gleichen Stellung. Das Problem ist, dass nach F4, das kam auch in der Partie, Läufer D2, G5, Turm C1. Schwarz muss nicht Springer F6 spielen. Also Springer kontrolliert ganz gut Feld C5. Es erlaubt Weiß nicht direkt C5 durchzuziehen. Schwarz hat Turm F6 gespielt. Also ein Turm kommt über 6-3 auf G6 und bereitet einen Angriff mit G4 vor. Und gleichzeitig deckt die 6-3, wenn Weiß mit C5 kommt, dann ist hier alles gedeckt. Also jetzt zum Beispiel ist C5 verfrüht, finde ich. Also Schwarz kann einfach einen Bauer rausnehmen und so nehmen, nehmen. Und dann ist das nicht ganz so klar, was Weiß davon nicht hat. Also man kann als Schwarzer dann später noch C6 spielen und Turm auf F6 steht sehr gut, auch der 6-3, nicht nur angriffsmäßig, sondern verteidigt auch gut. Deswegen muss Weiß hier mit B4 diese C5 vorbereiten. Also Turm G6, C5, Springer F6. Jetzt will Schwarz schon G4 spielen. Direkt auf D6 zu nehmen, dann mit Idee Springer B5 und auf C7 einzudringen. Das ist ein Versuch, aber man kann Dame B6 spielen, Springer F2 und vielleicht Springer E8 erstmal so einen Verteidigungsmodus gehen. Das wollte er jetzt nicht unbedingt. Und ich habe deswegen hier erstmal etwas gegen G4 unternommen, Springer F2. Also G4 kann man erstmal nicht spielen, H5 und jetzt H3. So, das ist jetzt die erste kritische Stellung. Also Weiß hat also C5 durchgezogen und ich hatte was gegen G4 unternommen. Und spielt Schwarz A6. Damit ich jetzt diesen Plan, was ich davor gezeigt habe, auf D6 nehmen, Springer B5 nicht funktioniert. Jetzt habe ich hier lange überlegt, was soll ich machen, weil irgendwas muss Weiß unternehmen, sonst spielt Schwarz. Schwarz hat einen ganz einfacher Plan, sagen wir König H8,
Und dann Springer über G8 auf H6, G4 vorbereiten, einfach G4 durchziehen. Also ich kann jetzt nicht ewig warten, bis das kommt. Also irgendwas muss passieren, ich muss irgendwie auf eine C-Linie andringen. Und dann habe ich A4 gespielt. Also die Idee ist, dass ich auf D6 nehmen will, dann später A5 spielen und dann mit Springer über A4 auf B6. Also in Königsinder ist ganz wichtig, diese weißfeldige Läufer zu tauschen manchmal. Das schwächt diese G4-Angriff. Mein Gegner hat B6 gespielt. Das sozusagen so wie, nicht wie Igel, aber so ähnlich wie Igel. Also die Idee ist, wenn ich jetzt nehme, egal was ich mit Bauern mache, B5, dann kommt A5, A5, es kommt B5. Also ich... Und ich kann dann mit Figuren nicht eindringen. Hier musste ich dann überlegen, was ich hier mache. Und ich dachte, Springer B1 ist auch ein relativ typischer Plan. Für Königsindern Springer G dann über A3 auf C4 und gleichzeitig eröffnet für den Turm eine C-Linie. Und Schwarz spielte König F8, König H8, also mit der Idee, das ich früher gezeigt habe, Springer G8 und Springer H6, also Springer A3, Springer G8. Und jetzt muss Weiß schon agieren, denke ich. Also ich habe dann auf D6 genommen, also im Prinzip ist es egal, auf D6 oder auf B6. Also mit der Dame kann man ja sowieso nicht nehmen, also CD6 und jetzt Turm C6. Also meine Idee ist, Springer C4 zu spielen, hängen die beiden Bauern gleichzeitig. Läufer D7 geht nicht, weil ich auf D6 nehmen kann. Und im Prinzip kann man Quale stehen lassen, einfach auf C6, weil ein weißfeldiger Läufer ziemlich wichtig ist. Und wenn ich meinen Bauer dann auf C6 kriege für den Turm, dann kommt Läufer auf C4 und so weiter, dann ist immer genug Kompensation. Man könnte versuchen, Läufer B7 zu spielen, aber dann habe ich eine meiner Ziele erreicht. Also ein Läufer kontrolliert nicht mehr ein G4-Feld und ich kann dann so einen Turm auf C3 zurückziehen zum Beispiel. Man könnte auch eine Qualität opfern wahrscheinlich, aber Turm C3 sah auch gut aus. Extra Verteidigung über die dritte Reihe ist auch ein typischer Plan in dieser Variante. Auch wenn irgendwann G4 kommt, dann kann ich alles rausnehmen, dann Turm H3 Schach spielen zum Beispiel. Und mein Gegner dachte in der Partie, okay, es ist jetzt an der Zeit, jetzt G4 zu spielen. Also das ist wirklich so eine typische königsindische Partie. Also ein Weiß spielt nur am Damenflügel und Schwarz am Königsflügel. Jetzt habe ich lange überlegt, was ich hier machen soll. Also im Prinzip gab es für mich hier nur zwei Varianten. Und zwar, ich konnte zweimal auf G4 schlagen. Dann kommt Springer H6 und mit ganz unklarer Stellung dann so ein Springer C4, Springer F nimmt G4, Dame kommt auf H4, sehr unübersichtlich. Na, gefiel mir nicht so gut, bestimmt ist das ganz gut spielbar auch. Genau, das ist jetzt die Stellung. Ich habe mich für diese Variante entschieden, ich habe Springer C4 gespielt. Logisch, man nimmt auf H3, ich kann ja nicht nehmen, dann verliere ich eine Figur. Und jetzt habe ich Springer D6 genommen. Okay, das ist die erste kritische Stellung. Also ich erlaube Schwarz mit auf G2 mit dem Schach zu nehmen. Man könnte später auch mit dem Bauer auf G2 nehmen. Also direkt mit dem Bauer geht nicht, weil es droht Springer F7 und Dame... Dame D8 hängt. Also mein Plan ist, also es droht ein Gabel auf F7 und gleichzeitig will ich diese Läufer auf C8 eliminieren. In dieser Stellung gibt Computer, wie es schon öfters kommt, 0-0-0. Nach so einem komischen Zug Dame D7. Also ich muss zugeben, also ich habe einige Züge mir angeschaut, aber wirklich nicht Dame D7. Die Idee ist anscheinend, dass man sich noch nicht entscheidet, ob man mit dem Bauer oder mit dem Turm auf G2 nimmt. Also sonst kann ich das auch nicht wirklich verstehen. Also ein Computer kann man nicht immer verstehen, was ich meine. Aber der sagt, okay, 0-0-0 und dem muss man Glauben schenken. Also ist nun mal so. Also mein Gegner hat dann schon etwas menschlicher gespielt. Der hat auf G2 genommen mit Schach. Also wer würde das nicht tun? Also jetzt auf G2 nehmen und
mit Schach und König H1 und jetzt Springer H6 gespielt, also F7 gedeckt und dann eventuell ein Opfer auf G4 vorbereitet. Also ich ging weiter mit meinem Plan, also ich habe diese Läufer dann auf Zart genommen. Hier hat mein Gegner sehr lange überlegt, es sind so eine, sehr viele Möglichkeiten eigentlich für Schwarz. Er hat am Ende Turm zu 8 gespielt, aber es gab zum Beispiel solche Ideen. Man könnte versuchen, sagen wir, auf D5 zu schlagen. Ich, jetzt als Beispiel. Wenn ich jetzt auf D5 nehme, dann kommt Dame G5. Also droht Turm H2 und Dame G2 matt. Also wenn ich jetzt Turm G1 spiele, dann Dame G3 und ist es schon matt. Wenn ich jetzt auf H3 nehme, ist dann Dame G3 ist auch matt. Ist eigentlich ganz königsindisch, ganz, kann es ganz schnell gehen. Also im Prinzip, ich habe auch nichts Schlimmes gemacht, so ein paar Züge und dann kriegst du matt. Hier gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, ich kann Läufer E1 spielen. Das habe ich überlegt. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber erstmal fessle ich jetzt einen Springer auf D5, dass ich nicht wegziehen kann. Aber eine wichtigste Sache, ich spiele natürlich also gegen diese Matt-Geschichte. Und auf Dame G5 könnte ich dann Springer H3 zum Beispiel spielen. Und ich kontrolliere diese Diagonale, die Dame dringt nicht auf G3 ein. Man kann versuchen, mit Dame H4 zu spielen. Es droht immer noch matt hier. Und dann kann ich eventuell dann Springer G4 spielen. Dame muss dann zurück auf G5 und ich nehme auf D5, er nimmt auf G4. Also sehr unübersichtlich, aber das ist nur jetzt nicht wirklich ins Detail zu gehen, aber als Beispiel, was alles möglich ist. Also diese Ideen gibt es sehr viele. Also eine Springer G4 mit gleicher Idee, dann Springer F5. Sehr viele Varianten, die man berechnen muss, sowohl ich als Weißer als auch ein Schwarzer. Okay, am Ende hatte er sich für Turm C8 entschieden. Ich war schon zufrieden, weil das stoppt ein bisschen seinen Angriff. Ich habe zuerst überlegt, auf Zach zu schlagen und dann mit Dame C1 dann eine C-Linie einzunehmen. Aber ich dachte, Dame C1 direkt wäre keine schlechte Idee. Wenn er jetzt auf C6 nimmt, dann nehme ich meinen Bauer und dann drohe ich mit C7 einfach bis zu Ende zu laufen. Dann muss er in Verteidigungsmodus übergehen und dann ist natürlich schon nichts. Ich meine, wenn Schwarz jetzt keinen Königsangriff hat, dann ist die Stellung meistens einfach verloren, positionell gesehen. Das hat er deswegen auch nicht gemacht. Er hat dann den Turm auf A8 zurückgezogen, also in der Hoffnung, dass man doch hier was machen kann. Und hier habe ich diese Läufer E1 gespielt. Also ich bereite mich vor, auf H3 zu nehmen. Also wenn man direkt auf H3 nimmt, dann nach diesem Zug hat man Schwierigkeiten, einen Springer zu verteidigen. Also sagen wir, wenn ich jetzt mich zurückziehe, dann kommt so ein Springer E4 angeflogen, dann droht Dame H4 matt und man kann nichts dagegen unternehmen. Und König H2, dann kann man genauso machen oder zum Beispiel Springer G4 Schach, man nimmt und dann ist man plötzlich matt wieder. Deswegen Läufer E1, ein ganz guter prophylaktischer Zug. Ein Bauer auf H3 deckt mich ganz gut von diesen Angriffen nach H-Linie. Und jetzt bereite ich Springer H3 schon vor. Dann werden dann alle Felder gedeckt und Turm G3 ist dann unmöglich. Und also für Schwarz ist das jetzt nicht ganz so einfach, einen Zug zu finden. Und mein Gegner hat dann Turm G3 gespielt. Ich habe dann diese Bauer einfach verteidigt. Und ich habe dann Springer D3 gespielt. Also hängt jetzt E5 Bauer. Und vielleicht nicht direkt, aber ich kann dann auf G3 schlagen. Sagen wir als Beispiel, wenn man versucht, diese Bauer einfach zu decken mit Springer D7, dann gibt es so eine Möglichkeit, einfach auf H6 zu schlagen, Läufer H6 auf G3 nehmen. Und jetzt kann man nicht nehmen auf G3, weil da mache H6 Schach und dann nehme ich dann alles weg einfach. Und sonst habe ich einfach eine Figur mehr, also eine gewonnene Stellung. Also die Stellung ist schon ziemlich schlecht für Schwarz hier. Und nach langem Überlegen hat er dann zurückgespielt auf E2 angegriffen. Und hier habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe Läufer F2 gespielt. Und das erlaubt laut Computer für Schwarz eine Möglichkeit, die Partie in Balance zu halten.
Und zwar konnte er hier Springer HG4 spielen. Das habe ich auch gesehen. Also es droht erstmal so ein Dauerschacht um H2, Turm G2 zum Beispiel. Ich wollte nehmen, Springer nimmt E4, Läufer F3 und hier dachte ich, okay, das ist vorbei. Also ich habe schon eine Figur mehr. Es hängt jetzt ein Turm, es hängt ein Springer und ich habe einfach gestoppt, dachte ich, das ist vorbei. Und Computer macht es natürlich weiter, spielt Springer G5, opfert noch einen Turm und anscheinend ist das nur leicht besser für Weiß. Also okay, das kann natürlich kein Mensch finden, denke ich, aber ich hatte eine andere Möglichkeit in der Stellung, statt Läufer F2 zu spielen. Ich habe ich auch überlegt und es war auch deutlich besser. Das wäre dann logischer, also diese Partie zu Ende zu führen. Man könnte auf E5 nehmen, Läufer auf E2 einfach opfern und dann Schach, so König H7 und Springer E4. Also ich habe dann vorübergehend eine Figur geopfert, aber dafür habe ich alle zentralen Bauern genommen. Und der Turm steht unbequem, also im Prinzip hat Turm keine Felder, also man muss den Turm dann auf E1 schlagen und dann habe ich Turm und Bauer für zwei Figuren, aber Figuren stehen sehr schlecht, es gibt keinen Angriff und ich habe drei verbundene Bauer, ein schwarzer König ist schwach, also einfach gewonnene Stellung, das sollte man natürlich spielen, aber okay, ich habe Läufer auf 2 gespielt. Bei einer kurzen Bedenkzeit, man Springer G4 ist jetzt nicht so offensichtlich. Es gibt so vielerlei Möglichkeiten für Schwarz, aber mein Gegner hat sich für H4 entschieden. Jetzt habe ich auf E5 genommen. Und jetzt gab es eine sehr interessante Variante. Also der hat Dame E8 gespielt und nach Dame E4 ist schon verloren. Und ganz interessante Variante ist hier Springer H5. Also erstmal sieht das als sehr schlecht aus. Also ich nehme dann auf H6 und okay, man muss nehmen, jetzt Gabel mit Springer F7 Schach. Und dann nehme ich als nächster Zug die Dame, denkt man, und gewinnt. Jetzt gibt es aber einzige Zug, König G8. Also man wird das jetzt sehen, wieso nicht auf der siebte Reihe, sondern auf G8. Und wenn man jetzt nicht vorsichtig die Dame wegnimmt, also materialmäßig habe ich Dame für Qualität. Also im Prinzip ist das Aufgabe. Ja, aber kommt Springer G3 Schach. Ich muss nehmen. Ein Bauer nimmt. Und jetzt ist ganz interessante Stellung. Die Dame hängt, aber es droht auch Dauerschach mit Turm H2, Turm G2. Und ich als Weißer kann nichts machen. Ich konnte meinen Augen eigentlich nicht glauben. Ich dachte, das geht ja gar nicht. Und jetzt sieht man, wieso man König auf die siebte Reihe nicht haben darf. Also wenn König, sagen wir, auf H7 stünde, dann könnte ich dann Dame C7 dazwischen Schach geben und dann einen Turm wegziehen. Dann gibt es keinen Dauerschach mehr und ich behalte meine Dame. Deswegen in dieser Stellung so steht's. In dieser Stellung muss ich dann auf H6 nehmen, weil jetzt ist mit dem Schach und dann auf König H7 Springer G4 spielen. Und das ist auch gewonnen. So, das war so ein interessanter Damenopfer einfach, um zu zeigen. Außerdem gibt es auch, ich habe auch überlegt, also außerdem kann man auch Springer G6 Schach spielen. Das ist auch eine gute Option und dann später einfach auf E4 zu nehmen. Okay, mein Gegner spielt aber Dame E8. Dame schlägt F4. Springer H5. Jetzt wieder kommt Turm H6. König G8. Turm H5 nimmt. Springer G4, ganz sicher, dass es jetzt zu keinem Matt kommt. Also ich denke, also die Stellung ist gewonnen für Weiß, aber Schwarz musste auf jeden Fall Turm F8 spielen. Dann wollte Turm Dame D6 und also im Prinzip ist es gewonnen. Ich habe dann Dame G6 gespielt schon in Zeitnot. Und okay, laut Computer habe ich nie das beste Zug gemacht, aber es aus menschlicher Sicht finde ich das am logischsten. Man will jetzt sofort die Damen tauschen, egal was kommt. Also dann so eine Struktur zerstört, weil ich habe so viel so eine extra Material, das ist alles schwach und der Bauer läuft, ein Turm hat keine Züge. Dann spielt im Prinzip keine Rolle, dass ich jetzt meine Bauer ein bisschen schlechter mache. Der hat genommen.
genommen. Ich glaube, ich hatte so einen Turm C8 gespielt. Ich habe dann auf A6 genommen nochmal. Turm F3, D6. Und er hat, glaube ich, so gespielt. Also weil sonst läuft D7, wollte ich hinter den Bauer sich stellen. Und ich habe ich Turm D1 gemacht. Es kommt einfach D7 als nächster Zug und dann hat er aufgegeben. Das war so eine ganz wichtige, aber auch ganz interessante Partie und unterhaltsame, finde ich. Okay, danke. Dankeschön. Einfach verdammt viele Mats, denn wir müssen immer. Ja, das